So. Kommen wir so einfach an das dritte Medaillon? Ich weiß es nicht genau. Versuchen wir es mal. Und zwar müssen wir dafür... Flieg mich, flieg mich! Beim Mixhaus anfangen. Dann gehen wir durch das Portal am Schlosstor in die Schattenwelt. Geh mal weg. Das Portal sieht man eigentlich gar nicht. Sondern es ist halt einfach nur so hier. Das ist alles. Und was ich nicht ganz verstehe ist, es führt doch gar nicht raus. Wie will man bitte ohne den Zauberspiegel aus der Schattenwelt in die Lichtwelt kommen? Ich verstehe die ganze Logik von der Invasion jetzt nicht so richtig. Ich meine, klar, jetzt können Leute aus der Lichtwelt in die Schattenwelt rein. Ja, das ist toll. Das ist dann halt ziemlich dumm von denen und so weiter. Okay, aber weiter? So, ich weiß jetzt nicht, ob wir dort rechts oben lang können oder ob dort ganz dunkle Steine sind. Nee, da sind keine ganz dunklen Steine, die unseren Weg aufhalten. Dann möchten wir hier lang. Und da sind noch seltsame Tiere, Dinge. Noch mehr davon, sagen wir es so. Ah, der Schädel, er isst mich. Teich des Unglücks, rechts und nach oben. Tja, der Teich des Unglücks ist genau unser Ziel. Warum heißt der Teich des Unglücks? Weiß ich eigentlich auch nicht. Doch, genau dort wollen wir hin. Und der Teich des Unglücks ist eben genau dieses hier. Das ist der Teich des Unglücks. Was steht auf dem Schild? Verflucht sei derjenige, der es wagt, etwas in meinen Teich zu werfen. Na klar. Hallo, großer Fisch. Du hast mich aus schönen Träumen gerissen. Nimm dies und verschwinde wieder. Das Erdmedaillon. Seine Magie lässt die Erde beben und lähmt die Gegner. Achte auf deine Magieanzeige. Sieht dann so aus. Plopp! Ich habe ihn verploppt. Wie habe ich das gemacht? Hi. Ah, tut mir aber immer noch weh. Tja. So, was gab's hier sonst noch? Der Wasserfall. Tja. Weg. Also, da ist ein Wasserfall, aber keiner, wo man reinkommt. Und das Riesengebiet hinten dran mit dem anderen Wasserfall ist auch weg. Was passiert übrigens, wenn man in der Schattenwelt die Flöte spielt? Nix. Gar nichts. Die arme, kleine, geile Flugente ist leider nur in der Lichtwelt vorhanden. Oh nein, Killerkrabben, Killerkrabben! So, was tun wir denn als nächstes? Lass doch mal überlegen. Ich glaube, für das, was ich jetzt noch vorhabe, bräuchte ich die nächsten Handschuhe. Ja, gehen wir noch kurz zum Brunnen und werfen dort noch Geld ein. Ich nähere mich eh schon ganz langsam wieder dem Maximum an Geld und das wollen wir eigentlich auch nicht haben, oder? Hier wäre übrigens ein Portal in die Schattenwelt, aber wie ihr seht, das ist so ein dunkler Stein, da können wir nichts machen. Also, nochmal, nochmal, ja, ich werfe ein paar, ja, 50. Bla 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 bla. Bla bla bla. So, jemand hat gesagt, man kann auch einfach stehen bleiben. Bleibe ich mal stehen. Ich mach nix, ich drück nix, passiert nix. Du.
Also jetzt rein nur stehen bleiben ist schon mal ein kalter. Ich muss dann wieder nach oben drücken, dann geht's vielleicht. Nochmal 50. Ich will noch mehr Bomben tragen. Gut, dann kannst du 35 Bomben tragen. Yay. Nochmal, nochmal. Der unnötige Text immer. Noch mehr Bomben tragen. 40 Bomben. Oh, ich habe eine sorgenvolle Zukunft. Habt ihr das gehört? Ich habe eine sorgenvolle Zukunft. Stimmt doch eigentlich gar nicht. In 3 Wochen habe ich Urlaub. Was meint ihr, wie geil das ist? 50 Bomben. Ich glaube, das könnte das Maximum sein. Aber das werden wir gleich wissen. Ich gehe nächste Woche noch arbeiten. Und dann gehe ich die Woche drauf noch arbeiten, weil Ferien sind. Und dann die Woche drauf gehe ich in die Schule und schreibe meine Zwischenprüfung. Und die Woche da drauf habe ich Urlaub. Ganze Woche Urlaub. Wann habe ich das letzte Mal, außer Weihnachten der Zwangsurlaub, eine durchgängige Woche freien Urlaub gehabt? Mehr Bomben tragen. Leider hast du bei mir keinen Wunsch mehr frei. Eine Freundin von mir hilft dir aber weiter. Sie lebt im Wasserfall der Wünsche in der Nähe von Zoras See. Hier hast du deine Rubine zurück. Nein, sie kann mir nur keine Bomben mehr geben. Pfeile geht noch, glaube ich. Ja, Weihnachten war Zwangsurlaub, klar. Da war die Firma zu. Aber Weihnachten ist ja auch kein so richtiger Urlaub. Da muss man, mach hier, dekoriere hier, kauf hier Geschenke, verpack hier das Zeug, geh hier zu den Verwandten, hier kommen die Verwandte und das ist kein Urlaub, das ist Stress. Da brauche ich Urlaub, wenn Weihnachten vorbei ist. Scheiß Weihnachten. Tja, mehr Pfeile tragen. Yeah, 40 Pfeile. Aber wann war das letzte Mal, dass ich eine komplette Woche reinen Urlaub hatte, ohne dass ein Feiertag war oder sowas, wo ich wirklich nur Freizeit habe? Ich glaube, das letzte Mal war, als ich noch arbeitslos war. Das heißt, im Oktober 2009. So müsste das in etwa stimmen. Oktober 2009, ja. Arbeiten. Macht keinen so viel Spaß. Mein Beruf ist geil. Ich mag meinen Beruf. Mein Beruf ist mein Traumberuf. Aber trotzdem, wenn ich jetzt irgendwie im Lotto gewinnen würde und so eine Monatsrente von 2000 Euro für lebenslang hätte oder so, ich würde nicht weiterarbeiten. Ich würde stattdessen lieber leben. So bin ich leider gezwungen zu arbeiten, da ich ansonsten leider auf der Straße wohne und kein Internet habe. Mehr Pfeile tragen. 50 Pfeile. Ich glaube, das ist jetzt auch das Maximum. Und selbst wenn nicht, wir haben eh kein Geld mehr für noch eine Runde. Heil mich mal. Dankeschön. So. Was hätten wir noch? Nicht so viel, was ich jetzt noch ganz genau auf Anhieb wüsste. Etwas Kleines gäbe es noch. Ja, ein Herzteil. Sollen wir das jetzt mitnehmen? Weiß nicht. Komme ich am besten von der Stadt her. Und zwar möchte ich bitte nochmal schnell zu den Holzfällern gehen. Ich glaube, die sind durch ihren Baum endlich mal durch. Der sich so komisch angefühlt hat beim Sägen. Wisst ihr noch?
das wäre was Interessantes für uns. Geh weg. Oha. Sie sind durch ihren Baum nicht so richtig durch, aber er sieht auch verdammt seltsam aus, würde ich sagen, oder? Guck mal, da kann man so dran. Da ist so eine Kerbe reingeschnitten. Macht man einfach sowas. Und dann kommt man da rein. Und dann hört sich stark nach Feenbrunnen an. Hier gibt's Feen. Und beim Rausgehen gibt's noch so gratis als Abschiedsgeschenk. Ein Herzteil. Perfekt. So. Also, Zeit für den zweiten Dungeon der Schattenwelt. Und zwar ist das dieses Ding hier. Aber eben in der Schattenwelt. Das heißt, erst müssen wir jetzt mal die Schattenwelt-Version davon finden. Aber wir wissen ja schon, dass hier ein Portal ist, also nehmen wir das einfach. Und dann ist das gut. Kann man die normalen Steine auch so kaputt hauen beim Hammer? Nein, kann man nicht. Unsere guten Lichtweltsteine sind eben ein bisschen stabiler als diese scheiß importierten Schattenweltschädel. Die können doch nichts. Außerdem werden die von Kindern geschmiedet. Kann ich nicht unterstützen. Und das Teil sieht eigentlich fast genauso aus, würde ich sagen, oder? Ja, danke schön, das machst du toll. Nur von innen ist es halt ein bisschen größer.